So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich verursache bei einem Gegner eine beliebige Art von Schaden mit einer platzierten Falle. Wie mache ich das Ganze, beziehungsweise wie versuche ich das Ganze zu machen in Gruppenkeile? Ob das jetzt die richtige Variante ist, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich würde behaupten, es funktioniert auch gut im Solo-Modus, aber wir wissen alle, mit der Falle, es ist in Anführungszeichen pures Glück. Oder aber man macht es in einem Du- und Team-Modus. Der eine wird genockt und der andere setzt gerade die Falle hin und der schmeißt ihn einfach drauf. Das wäre natürlich auch eine Variante. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das dann auch zählt, aber eigentlich müsste das Ganze zählen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und wenn man Solo versus Squad macht, das kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Aber dazu braucht man natürlich den richtigen Partner. Aber vielleicht kriegen wir das ja zusammen dann morgen, beziehungsweise wenn ihr es gesehen habt, im Stream zusammen hin. Einfach mal gucken. Aber noch kurz eine andere Info. Wir haben ja eine Skin-Verlosung. Einfach da mal in die Videobeschreibung gucken, weil da läuft nämlich das Ganze. Also wenn du einen legendären Skin gewinnen willst, also es geht wirklich nur um einen legendären Skin. Keinen 800 V-Bucks-Skin, sondern nur 2000 V-Bucks-Skin. Dann einfach mal in der Videobeschreibung vorbeischauen, guckt euch das Video an und dann macht einfach mit bei der Verlosung. So, was mache ich jetzt hier? Wir gehen jetzt auf Fallenjagd. Einer haben wir definitiv schon mal da unten, das ist schon mal gut. Ich versuche das Ganze halt jetzt wirklich in Gruppenkeile. Es ist nur verdammt schwer, weil es ist halt einfach Glück, ob da einer reinrennt oder nicht. So, jetzt hoffe ich, dass der mir hier unten nicht echt die Falle weggeholt hat. Dann kriege ich einen Anfall. Wo war die? War die hier oder noch eins tiefer? Er hat sie mir weggeholt. Ich kriege einen Anfall. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Er hat mir echt die Falle gesneakt. Junge, Junge, Junge. Belastend. Aber ich glaube, da war gerade noch eine. Ja. Wir müssen halt echt gucken, dass wir jetzt so viele Fallen wie möglich bekommen. Weil logischerweise kann man einen nur mit einer Kille, mit einer Kille, mit einer Falle holen, wenn man auch eine findet. Ist natürlich alles pures Glück. Also wenn mir da irgendwie einer eine Taktik verrät, seid mir nicht böse, dann muss ich wahrscheinlich grinsen. Weil es ist einfach Glück, ob der Gegner reinrennt oder eben nicht. So, eine Falle haben wir jetzt. Jetzt gucke ich gerade mal, ob hier hinten. Rein theoretisch darf ich jetzt nur gerade meine. Oh Mann, nee, diese Lecks. Meine Grundsachen sammeln. Aber wo definitiv viele Fallen drin sind, ist halt wirklich in den Vorratslieferungen. Also den Tipp kann ich euch auf jeden Fall noch mitgeben. Durchsucht die Vorratslieferungen. Beziehungsweise rennt so schnell wie möglich hin, sammelt sie ein. Und holt euch halt den Inhalt. Weil da sind halt konstant die meisten Fallen drin. Ist so meine Meinung, beziehungsweise mein persönliches Empfinden. Hier ist alles wunderbar. Aber auch nicht das, was ich wirklich will. Ach Gott. Eigentlich brauche ich schon gar nicht weitermachen, sondern kann mich eigentlich direkt umbringen, dass ich in die Zone komme. So, und dann hier mit den Truhen. Ich habe hier eben das Video hochgeladen mit den Truhen. Ich glaube einfach in, sag schon, in Gruppenkeile funktioniert das Ganze nicht mit den Looten. Weil ihr müsst dafür in den Solo-Modus gehen. Aber das werde ich halt auch noch, wie gesagt, in den. Aha, sehr schön, zweite Falle. Werde ich aber auch in den Kommentaren nochmal festhalten. Weil ich habe halt eine jetzt hingekriegt im Solo-Modus halt. Aber ich probiere jetzt hier gerade nochmal die goldene zu kriegen. Ich meine, vier Kisten habe ich jetzt schon. Wenn, machen wir die Fallenkills sowieso war ziemlich am Ende. So, hier ist noch eine Falle. Ach, eine Falle sah ich schon. Ach, wo ist die Kiste? Zack, zack. Wollte mich hier wieder trollen? Ach, das ist die Kiste, die hinter der Wand ist, genau. Habe ich jetzt
8. Wir müssen in Gruppenkeile, meine ich, 14 aufheben. Ah, ich weiß nicht, war hier eine? Ah, auf jeden Fall haben wir noch eine Falle, also drei Fallen. Eigentlich Top-Bedingungen, würde ich sagen. Aber es wird trotzdem schwer, glaubt es mir. Vor allem spielt mal so, dass ihr wirklich schafft, dass ein Gegner eine Falle rennt. Das geht eigentlich nur, wenn ihr euch im Haus versteckt und dann zufällig einer reinrennt. Aber wie gesagt, ich würde es halt echt mal probieren im Duo-Modus oder so mit dem Kumpel zusammen. Wenn er eine genockt hat, dann einfach Falle auf den Boden schmeißen, den aufheben und da rein. Und der Gegner blockt halt. Quasi direkt einbauen, Falle reinsetzen, fertig. Klar, für manche von euch ist das easy, einfach so ein Wurfverfahren, Arena, Endmodus und Abfahrt. Aber es ist halt nicht jeder so gut wie ihr. Und ich schon mal dreimal nicht. So, jetzt guck ich mal, ob hier noch irgendwo Kisten sind. Lol. Vorhin hier war doch noch gar keiner. In keinem Wohnwagen eine Kiste? Kann man sich ja fast schon nicht vorstellen. Hier ist auch keine. Ah, hier haben wir noch eine. Ich muss halt, wie gesagt, jetzt wirklich drauf aufpassen, wenn ich die Medaille bekomme. Also im Solo-Modus hat es, wie gesagt, direkt gezählt. Maximale Plünder. 12 Lamas. 12 Truhen. Und es zählt nicht. Also es zählt wirklich nur im Solo-Modus. Das ist natürlich belastend. So, drei Fallen. Oh Gott, ich hoffe, das wird was, ey. Ich hätte halt schon gern den Skin. Aber die Solo-Runden, die breche ich derzeit halt wirklich ab, wenn ich überhaupt eine Solo-Runde mache wegen den Aufgaben. Ganz einfach, weil das Problem natürlich ist, dass ich so langsam auch mal fertig werden will. Weil wir haben halt jetzt schon 11:45. Arbeiten muss ich eigentlich dann auch noch irgendwann mal. So, dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier machen. Ich habe echt noch keine Ahnung, wie, gell? Weil mit Einbauen, dafür bin ich halt einfach zu schlecht. Das ist halt das Problem. Das kriege ich halt definitiv nicht hin. Ja, wir haben einen Gegner gefunden. Am besten der eine, der AFK ist. Aber find mal einen, der irgendwo random in der Map rumeiert. Weil er einfach seine Aufgabe schon gemacht hat und deshalb rumsteht, weißt du? Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Es gibt ja auch die Leute, die einfach keinen Bock mehr haben und. Also mit den Fallen ohne Quatsch, da kann mir einer auch erzählen, was er will. Solange er nicht wirklich gut genug ist, ist es eigentlich pures Glück und pure Verzweiflung. Vor allem, man muss halt wirklich schnell genug die Falle setzen und. Lol, der hat nur noch 9 Leben. Ne, 7. 31 mal 1 plus 31 plus 31 sind 93. Mann, ich weiß auch nicht, wo ich es machen soll, gell? Ich suche halt ernsthaft einen, der irgendwo random in der Welt rumsteht. Lol. Also so kann es gehen. Ganz easy. Man muss sich nur trauen. So einfach kann das funktionieren.
Erstmal 52.000 DP, man kennt ihn. FPS erstmal runtergetroppt. Aber wie gesagt, das ist halt aber auch Glück, so einen zu finden, der in Anführungszeichen so lost ist. Aber es hat funktioniert, zum Glück. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich fange an, jetzt das Video hochzuladen und ihr viel Spaß noch mit den Aufgaben und haut rein. Und Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen. So, bye jetzt.